Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mich jetzt mal ganz schnell spontan vor die Kamera gesetzt, um euch ein Video abzudrehen, was auch schon super lange gefragt war und auch sehr lange angekündigt war. Und zwar möchte ich euch heute gerne einmal zeigen, wie ich Produkte neu presse, die mir kaputt gegangen sind. Wer mein Highlighter-Sammlungsvideo gesehen hat, der weiß, dass mein Mann einen Highlighter runtergeschmissen hat. Und zwar der Champagne Pop von Becca. Ich konnte ihn jetzt ja neu pressen. Ich habe ihn jetzt auch schon neu gepresst. Ich blende euch das natürlich gleich in Nahaufnahme komplett ein. Und er ist fast wieder wie neu, würde ich sagen. Also ich habe auch hier mal einen Swatch, dass ihr sehen könnt. Yes. Wie vorher. Ich möchte euch gerne heute einmal zeigen, was ihr alles dazu benötigt, worauf ihr achten müsst. Und ja, wird, glaube ich, ein relativ kurzes, knappes Video, weil es eben eine relativ schnelle Anleitung ist, Sachen zu reparieren. Das könnt ihr natürlich mit allen Puderprodukten machen, sei es Lidschatten, Blush, Highlighter, Bronzer etc. Also alles, was aus Puder besteht. Ich hatte zwar schon gehört, dass man die von Becca auch mit Wasser wieder pressen kann. Ich habe es jetzt euch aber, weil ich es eben auf alle Produkte beziehen möchte, womit man es einfach wirklich am besten machen sollte, mit hochwertigem Alkohol, mit Alkohol gemacht. Deswegen habe ich euch das hier gezeigt. Ich zeige euch mal eben, was ihr alles benötigt. Und zwar, natürlich neben dem Produkt, nehme ich immer einen Löffel. Den brauche ich A zum Kleinhacken des Produktes. Das seht ihr gleich alles nochmal direkt in der Live-Aufnahme. Und ich benutze ihn eben auch nachher, um dann die nasse Masse, die dann mit dem Alkohol vollgesogen ist, eben auch schön zu verteilen. Das, was ihr auch noch braucht, ist ein Gegenstand, Produkt, Glas, was auch immer, was eine Form mitbringt und hat, die der Form des Produktes entspricht. Also hier zum Beispiel habe ich mir ein Glas geholt, das ist jetzt so ein Coca-Cola-Glas, was perfekt ist, weil es eben keine Wölbung hat und nichts. Also es ist wirklich eine ganz gerade Fläche ohne Muster. Habt ihr einen runden Lidschatten, würde ich euch immer einen Lippenstift empfehlen. Das ist meistens die gleiche Größe, also ihr könnt vielleicht schon sehen, diese Größe passt hier wirklich perfekt in den Highlighter rein. Bei einem rechteckigen, quadratischen Lidschatten, meistens sind sie ja eigentlich immer quadratisch, nehme ich einen quadratischen Lippenstift, zum Beispiel von Natasha Denona oder Milani. Meine Milani-Lippenstifte sind auch so viereckig und das passt immer sehr gut. Also ich glaube jetzt nur, wenn ich jetzt mal an Lidschattenformen wie von Urban Decay denke, so längliche, da wüsste ich jetzt persönlich nicht so, was ich nehmen sollte, weil es ist schon wichtig, etwas zu nehmen, was wirklich in einem drauf passt, damit ihr nachher, wenn ihr drauf drückt, das alles gleichmäßig runterdrückt und zusammendrückt. Eine weitere Sache, die noch benötigt, sind Tücher. Am besten in meinen Augen sind eben solche Kosmetiktücher, die vor allem eine glatte Oberfläche haben. Auch hier wieder, wie beim Glas, habt ihr Struktur drin, werdet ihr diese Struktur auch nachher im Produkt sehen. Ich meine, damit kann man auch kreativ werden, das auf jeden Fall. Aber ich habe es halt immer super gerne sehr clean, sehr gerade. Deswegen, genau. Also solche Tücher braucht ihr auf jeden Fall auch. Zwei auf jeden Fall. Und das Allerwichtigste natürlich ist der Alkohol. Bitte macht es nicht mit Wodka oder sowas. Es sollte schon wirklich reiner, hochwertiger Alkohol sein. Ich habe den hier in einer Apotheke geholt. Das Gute ist, das hier könnt ihr eben auch gleichzeitig als Desinfektionsmittel nutzen, beziehungsweise wenn ihr das benutzt, desinfiziert ihr das Produkt gleich automatisch. Das ist nämlich 70%iger Alkohol, also Ethanol ist das. Genau, so ein Alkohol bekommt ihr eigentlich immer in einer Apotheke. Ich weiß nicht, ob man es sich auch online in einer Online-Apotheke bestellen kann. Ich habe mir das damals in Apotheke geholt. Ich glaube für um die 15, 16 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hält halt eben schon super, super ewig. Aber ich habe davon auch schon relativ viel benutzt. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, viel mehr muss ich hier jetzt auch nicht zu sagen und würde sagen, ich blende euch jetzt einfach mal ein, wie ich genau meinen kaputtgegangenen Highlighter wieder presse, dass er ist wie neu. Und vor allem, dass man ihn genauso benutzen kann, ohne dass man irgendwelche Einbußen in der Qualität, in der Leistung, im Finish oder ähnliches hat. Das war wirklich dann am Ende wieder genau 1:1 so performt wie vorher. Deswegen ist es eben wichtig, das nicht mit irgendwas anderem zu machen, außer wirklich so super hochwertigen Alkohol. Genau, also ich blende euch jetzt einfach mal ein, wie ich das mache. So, ich habe hier meinen defekten, kaputten Highlighter von Becca. Ich nehme erst einmal den Löffel. Das Allerwichtigste ist erst einmal, den Highlighter komplett zu zerschrotten. Also wirklich in die kleinsten Teile aufzubrechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil sonst habt ihr nachher ganz doll das Problem, dass er wieder sehr schnell aufbricht.
und mach das einfach so locker wie möglich und so fein wie möglich. Ja, und dabei ist es auch wichtig, hier schön an die Ränder ranzugehen, weil das eben sofort die Stellen sind, das hatte ich nämlich davor nämlich nicht gemacht, wo es dann wieder anfängt zu brechen. Weil man dort, wenn man da nicht mit dem Alkohol rankommt, wieder, ich sag mal, diese Bruchstellen hat und provoziert. So, und wenn ich das jetzt alles schön säuberlich aufgebrochen habe, dann nehme ich meinen Alkohol und träufel da erstmal schön, upala, einiges rein. Wichtig ist, dass nachher so viel drin ist, dass eine richtig schöne, cremige Masse entsteht. Also ihr könnt schon sehen, das ist noch zu wenig. Wichtig ist wirklich, dass nichts mehr trocken ist. Also es darf keine bröseligen Stücke noch zwischendurch geben. Und lieber ihr habt ein bisschen zu viel als zu wenig, weil habt ihr wieder was Trockenes dabei, habt ihr wieder eine Stelle, die relativ schnell brechen kann. Also hier könnt ihr schon sehen, was für eine tolle, ja, so cremige Masse schon entsteht. Hier ist es auch wirklich wichtig, alles mit zu erwischen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, wenn das alles so eine richtig schöne, homogene Masse ist, dann probiere ich das relativ glatt zu streichen. So, und dann nehme ich als nächstes das Glas. Ich zoome mal eben raus, dass ihr das genauer sehen könnt. Also ich nehme das Tuch jetzt, was ich so doppellagig gefaltet habe und wickel das richtig schön hier um den Boden vom Glas herum, sodass hier keine Falte entsteht. Also hier alles schön glatt ist. Und das nehme ich dann, um den Highlighter runter zu pressen. Und wichtig ist eben, deswegen mache ich es doppellagig, dass eben der ganze Alkohol, der übrig ist, aufgesogen wird. Ich drücke jetzt richtig schön rein, so ein bisschen, ganz bisschen hin und her wackel ich, damit das schön gerade verteilt wird. Und man sieht schon, oder ich sehe hier schon an der Seite, so ein bisschen Alkohol da rauspresst. Also ich habe ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Flüssigkeit drin und das ist halt das, was ich möchte, dass das Tuch das aufsaugt. Und da könnt ihr schon sehen, tada, das Tuch hier ist jetzt relativ nass. Ich mache dasselbe nochmal mit einem frischen Tuch, spanne das wieder über das Glas und drücke das wieder fest. So. Ich warte wieder ein bisschen wackeln, dass jetzt der letzte Rest Alkohol noch rausgesogen wird. Ja, und das war's auch schon. Das Wichtige ist jetzt auf jeden Fall, könnt ihr sehen, es ist nicht mehr komplett nass. Das Wichtige ist jetzt, natürlich säuber ich das hier gleich nochmal alles, die ganzen Ränder. Dazu eignet sich tatsächlich das Tuch, wo Alkohol dran ist, nehme ich immer einfach, um die Ränder zu säubern, weil das geht dann echt am besten. So, und das ist jetzt der, hier seht ihr schon, da ist ein Falter reingeschlagen von dem Papier, also super, hundertprozentig perfekt kriegt man es nicht hin. Aber wenn ich hier raufgehe, ist es eine richtig schöne, feste Fläche, die darf man auch nicht mehr eindrücken können, also dass man das schön zusammengepresst hat. Wichtig ist jetzt, das am besten für ein paar Stunden, am besten über Nacht stehen zu lassen, damit der restliche Alkohol verdampfen kann und am nächsten Morgen ist das Produkt tippitoppi fertig. Aber auch jetzt, wenn man jetzt schon rüber geht, vorsichtig am besten, ist das Produkt wie neu. Also könnt ihr sehen. Funktioniert einwandfrei. So, und der Highlighter, wie ihr gesehen habt, ist tippitoppi neu. Natürlich habt ihr immer noch so ein paar Fältchen mit drin. 100% perfekt, glaube ich, schafft man es immer nicht. Aber ich habe das schon mit so vielen Produkten gemacht. Ganz, ganz wichtig ist es eben wirklich, ja, den Alkohol, soweit es geht, wirklich mit den Tüchern herauszuziehen, den Überschuss, und dann nochmal offen stehen zu lassen, damit der Rest eben die Feuchtigkeit rausgehen kann und auch der restliche Alkohol verdampfen kann. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Ja, und dann, wenn ihr es über Nacht stehen lassen habt, ist es wie neu. Ich muss es noch offen stehen lassen, deswegen ich lasse es mal lieber auf, sonst vergesse ich das nachher nochmal. Und genau, und das ist eigentlich so anwendbar auf alle anderen Puderprodukte. Von daher finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall einmal guten Alkohol, hochwertigen Alkohol, reinen Alkohol zu kaufen. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt wieder verwenden kann. Ich ihn auch endlich wieder, weil er steht jetzt schon so lange oben auf meinem Schminktisch, ihn endlich wieder einräumen kann, dass er von meinem Tisch oben verschwunden ist. Ja, und hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat, gefallen hat. Und ich weiß eben, wie viele jetzt auf dieses Video gewartet haben, weil viele mir schon geschrieben haben, ich habe so viele Produkte hier liegen, die ich unbedingt pressen möchte und weiß nicht genau wie. Und ich habe eben auch schon von vielen Stories gehört, wie sie Produkte neu gepresst haben, wo ich gedacht habe, oh,
Ja, nee, vielleicht nicht. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das hier sehr gerne nachholen. Vergesst auch nicht, die Glocke einzuschalten, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr noch mein letztes Video schauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.